Hallo, ihr Neugierigen. Vor kurzem wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Arbeiten an der 4. Staffel von Stranger Things angefangen haben. Und wir freuen uns tierisch darauf. Deshalb können wir in der Zwischenzeit nichts anderes tun, als euch einen weiteren Star aus diesem Netflix-Hit vorzustellen. Heute sprechen wir über Caleb McLaughlin, einen Schauspieler, der für seine charismatische Rolle von Lucas Sinclair bekannt ist. Womit kann er uns überraschen? Was hält er vom Spielen in dieser Serie? Und wird er vielleicht von der Leinwand wegen seines Studiums verschwinden? Bleibt dran, um das zu erfahren. Wir müssen einiges festhalten. An den Kinderdarstellern sehen wir äußerst deutlich, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir sehen, wie diese vor unseren Augen aufwachsen. Als die erste Staffel von Stranger Things 2016 veröffentlicht wurde, verfolgten wir das Leben einer Gruppe von intelligenten Hawkins-Kindern, die in der Serienwelt etwa 12 Jahre alt waren. Und in den zwei weiteren Staffeln wuchs die jugendliche Besetzung auf. So konnten vor allem in der letzten Staffel Mädchen-Jungs-Beziehungen besprochen werden. Und wir müssen euch sagen, dass diese Stars der Serie in der realen Welt reifer sind als ihre fiktiven Charaktere. Und einer der Schauspieler geht bereits aufs College, um zu studieren. Kein Wunder, Caleb ist doch der älteste der vier berühmten Stranger Things Darsteller. Caleb McLaughlin wurde am 13. Oktober 2001 geboren, also wurde er kürzlich 18 Jahre alt. In Deutschland wäre er schon volljährig. Es ist schwer zu glauben, wenn man noch an den Jungen vor 3 Jahren denkt. Caleb wurde in der Stadt Carmel in New York geboren und wuchs dort auf. Er hat 3 Geschwister, einen älteren Bruder, Corey Jr. und 2 Schwestern, Caitlin und Crystal. In seiner Heimatstadt besuchte er die Grund- und Mittelschule. Er studierte auch 1 Jahr lang Tanz an der Happy Feet Dance School. Später, als Caleb die 5. Klasse beendete, ließ sich die ganze Familie in New York nieder. Und da setzte der Junge seine Tanzausbildung an der Harlem School of the Arts unter der Leitung von Aubrey Lynch, einem ehemaligen Produzenten des Musicals King Lion, fort. Und wie begann seine Schauspielkarriere? Nun, der 11-jährige Caleb debütierte 2012 in einem Kurzfilm namens Noah Dream of Origami Fortunes. Etwa zur gleichen Zeit erschien er auf der Broadway-Bühne im Musical Lion King und spielte den jungen Simba. Es ist interessant festzustellen, dass Caleb und sein Freund von Stranger Things, Gaten Matarazzo, sich auf der Broadway-Bühne trafen, weil sie beide in einer Gruppe junger Talente waren. Calebs Auftritt im Theaterstück Lion King und sein präsentiertes Talent brachten ihm große Anerkennung. Bis dahin wagte er nur das Tanzen zu lieben und träumte nicht mal vom Schauspielern. Dies änderte sich jedoch mit der Rolle vom jungen Simba, wodurch er die Schauspielkunst liebgewann. Seitdem trat er recht regelmäßig im Fernsehen auf und spielte kleine Rollen. Er war in der Krimiserie Law & Order, Special Victims Unit, Unforgettable und Primetime What Would You Do zu sehen. Caleb trat auch in der Serie Shades of Blue auf, in der Jennifer Lopez die Hauptrolle spielte. Der Junge erschien dort in mehreren Episoden, aber der Durchbruch in seinem Leben sollte erst bald kommen. Im selben Jahr spielte er seine bisher größte Rolle, Lucas von Stranger Things, einer Serie, die zu einem globalen Phänomen wurde und den Kinderstars einen echten Ruhm brachte. Und gutes Einkommen. Der Teenager ist bereits Millionär und sein Vermögen wird auf etwa 3 Millionen Dollar geschätzt. Und mit den nächsten Staffeln der Netflix-Produktion wuchsen die Gagen der jungen Schauspieler immer weiter an. Zum Beispiel erhielt Caleb in der ersten Staffel bloß 20.000 Dollar für jede Episode, in der zweiten Staffel 21.000 Dollar und in der dritten Staffel sogar 250.000 Dollar. Und dann trat er noch in anderen Produktionen auf, wie The New Edition Story, in einigen Videoclips, zum Beispiel im Song See Ya, Santa's Coming For Us, und er erobert weiter die Filmwelt. So muss er sich keine Sorgen um seine finanzielle Zukunft machen. Er baut sich ein solides Portfolio auf und hat bereits mehrere Auszeichnungen aus der Branche erhalten. Was können wir noch über Caleb sagen? Der Junge ist Linkshänder und schon mindestens 175 cm groß, aber er verändert sich immer noch. Es wurde einmal spekuliert, dass Caleb sich mit seiner Kollegin trifft, Sadie Sink, die die Rolle von Max spielt. Die Jungstars haben jedoch mitgeteilt, dass sie im wirklichen Leben nur gute Freunde sind. Und neulich zeigten sich die Fans besorgt, als sie gehört haben, dass der junge Schauspieler bald aufs College geht und vielleicht nicht mehr in der Lage sein wird, in der Serie mitzuwirken. Aber es stellte sich zum Glück heraus, dass die Fans der Serie nichts zu befürchten haben, denn Caleb bestätigte, dass das Studium auf keinen Fall seine Arbeit am Set stören würde. Der Teenager hat sich für ein Online-Kursprogramm angemeldet und beabsichtigt, in seiner Freizeit zu lernen. Außerdem ist dieses Vorgehen für ihn nichts Neues, denn wie er gestand, lernte er schon immer zu Hause, auch bevor er ein Star von Stranger Things wurde. Jeder, der diesen jungen Mann persönlich kennt, gibt zu, dass er äußerst nett und freundlich ist. Da er tänzerisch begabt ist und auch eine solide tänzerische Ausbildung hat, unterhält er oft seine Fans, indem er für sie improvisierte Auftritte vorbereitet. Er ist auf seinem Instagram aktiv und hat fast 10 Millionen Follower. Und wie fühlt er sich aber damit, dass er schon immer mit der Figur von Lucas assoziiert wird? Er meint, es sei nichts Schlimmes. Außerdem sagte er noch, dass es schön sei, später zu schauen, wie sie sich alle verändert haben. Aber nun wieder zurück zu euch. Was haltet ihr von Caleb? Gefällt euch seine Rolle in Stranger Things? Habt ihr ihn vielleicht in einer anderen Produktion gesehen? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.